Ja, vielen Dank für den freundlichen Empfang, die Einladung und die Vorstellung. Ich weiß gar nicht, ob der Spiegel das nur anerkennend meinte mit Deutschlands wichtigster Blockwart. Lassen wir das mal so stehen. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich war so ein bisschen eingeschüchtert, als ich die vielen Fragen auf dem Flyer, auf der Einladung gesehen habe. Und ich möchte gleich am Anfang warnen, es kann sein, dass ich gar nicht so viele Antworten auf die Fragen habe, aber vielleicht habe ich ein paar gute Fragen dazu. Ich kann Ihnen wirklich nicht versprechen, dass wir am Ende meines Vortrags alle irgendwie die Lösung haben. Ich glaube, wenn ich die hätte, dann würde ich hier nicht stehen, sondern wäre irgendwie Zauberer. Aber ich habe versucht, ein paar Gedanken mitzumachen über den Begriff und über die Situation, in der wir uns alle befinden, zum Thema postfaktisch. Als ich angefangen habe, mich vorzubereiten, habe ich gedacht, hoppla, vielleicht sind wir zu spät. Ich habe nämlich mal geguckt, wann dieser Begriff postfaktisch eigentlich in der Diskussion war. Und man kann das bei Google ganz gut machen, wenn man schaut, wie oft Begriffe gesucht werden. Und ich weiß nicht, ob Sie die Zeitleiste dort sehen können. 2016 war dieser große Peak und danach war es wieder vorbei. Und 2016 war das Jahr, in dem postfaktisch von der, ich glaube, die Gesellschaft für deutsche Sprache, also zum Wort des Jahres gewählt wurde. Das heißt, das Wort hat ein bisschen eine kurzlebige Geschichte eigentlich. Es ist ein bisschen aus der Diskussion wieder verschwunden. Man sieht das auch ganz gut. Bei Google kann man, also bei diesen Google Trends kann man nie nachgucken, was ist so die absolute Häufigkeit, mit der Begriffe gesucht werden. Man kann es aber vergleichen. Ich habe es hier mal verglichen mit dem Begriff Fake News. Das ist die rote Kurve. Wenn man sich so nur die letzten zwei Jahre anguckt, sieht man es ein bisschen deutlicher. Das blaue ist postfaktisch und das rote ist Fake News. Der Begriff Fake News ist irgendwie deutlich hartnäckiger. Postfaktisch ist ein bisschen wieder verschwunden. Ich glaube, es ist trotzdem gut, dass wir darüber reden, weil das Konzept, was der Begriff beschreibt und die Kritik und eigentlich auch die Sorge, die dahinter steckt, ist auf jeden Fall nicht verschwunden. Als das Wort zum Wort des Jahres gewählt wurde, gab es interessanterweise die Begründung der Jury. Die lautete, das Kunstwort postfaktisch verweist darauf, dass es heute zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten geht. Immer größere Bevölkerungsschichten sind in ihrem Widerwillen gegen die da oben bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen zu akzeptieren. Das klingt gut, aber es gibt überhaupt keinen Beleg dafür. Also die Jury hat einfach gesagt, das ist so, und alle haben gesagt, holla, das ist aber echt schlimm, gut, dass es das Wort des Jahres ist. Im Grunde ist es eine postfaktische Begründung. Die haben einfach gesagt, das fühlt sich so an, als wäre es so. Und viele Leute haben gesagt, stimmt, es fühlt sich auch wirklich so an. Aber irgendeinen Beleg dafür gibt es nicht. Also das Wort des Jahres mit einer postfaktischen Begründung, also das Wort postfaktisch wurde, fand ich eine schöne Ironie. Wenn ich versuche, so ein bisschen mich dem zu nähern, was der Begriff denn beschreiben soll, dann ist es, glaube ich, Fake News hoch zwei. Also Fake News ist ein Begriff, der auch schon an sich problematisch ist, weil er auch so inflationär benutzt wurde, nicht zuletzt vom amerikanischen Präsidenten, der natürlich auch noch eine gewisse Rolle spielen wird heute Abend, und der den in einer Weise nutzt und von vielen eigentlich so genutzt wurde, dass er inzwischen völlig unbrauchbar ist, weil Fake News eigentlich nur noch ein Vorwurf ist an irgendwelche anderen Leute. Ich glaube, Fake News hat irgendwann mal bedeutet, die systematische Verbreitung von Falschnachrichten aus ideologischen oder auch einfach nur ökonomischen Gründen. Und wenn man davon ausgeht, ist postfaktisch im Grunde die Steigerung davon. Also die Erkenntnis oder die Befürchtung, dass nicht nur diese falschen Nachrichten verbreitet werden, sondern dass die auch funktionieren. Und dass es nicht hilft, dagegen aufzuklären oder nur sehr wenig, dass Korrekturen nicht helfen, dass es Betroffenen egal ist, wenn man sie darauf hinweist, dass irgendwas falsch ist, weil ihnen vielleicht die Tatsachen egal sind. Postfaktisch ist von daher als Begriff eine Eskalation dieses Begriffs Fake News. Und ich fürchte, es ist auch eine Kapitulation, weil man natürlich auch sagen kann, um Himmels Willen, wenn es eh alles egal ist, wenn den Leuten Fakten egal sind, wenn wir gar keine Grundlage mehr haben, was sollen wir dann überhaupt noch tun? Also für jemanden, der wie ich als Journalist arbeitet, wenn ich davon ausgehen würde, den Leuten sind Fakten egal, könnte ich sofort aufhören, den Beruf zu machen. Also kurz zusammengefasst, Fake News war so das Entsetzen, es werden systematisch Falschnachrichten verbreitet und postfaktisch, oh mein Gott, und es hilft nichts, man kann nichts dagegen tun. Ich glaube, der Kerngedanke
der hinter dem Begriff Postfaktisch steht, ist der Gefühl ist gleich Realität. Wenn ich irgendetwas so empfinde, dann ist das so. Ich glaube, der Gedanke ist nicht neu. Was vielleicht dann doch neu ist, ist, dass Politiker, auch gerade rechte Politiker, das sehr offen zugeben. Es gibt dieses Zitat, das ist der Georg Pasterski, der AfD-Chef in Berlin. Der hat, ich glaube sogar im Wahlkampf gesagt, es geht nicht nur um die reine Statistik, sondern es geht darum, wie das der Bürger empfindet. Perception is reality, das heißt, das, was man fühlt, ist auch Realität. Wie gesagt, ich finde das Zitat gar nicht, also die Aussage gar nicht spektakulär. Ich finde es aber schon eindrucksvoll, dass ein Politiker das in dieser Deutlichkeit sagt. Das ist aber nicht nur ein Phänomen von AfD-Politikern. Es gibt das Zitat von Bundesinnenminister Horst Seehofer, der gesagt hat, wir reden immer über die Gefahren russischer Einflussnahme über Fake News. Wir müssen nicht nach Russland schauen. Die meisten Fake News werden in Deutschland produziert von Medien wie von Politikern. Und da hat jetzt ein Kollege gedacht, das ist ja ein starker Tobak. Er fragt mal nach Beispielen, nach irgendwelchen Belegen für diese Aussage und bekam die Antwort vom Sprecher der CSU, der Innenminister habe mit seinen Interviewäußerungen zum Ausdruck gebracht, was ein Großteil der Bevölkerung denkt und weiß. Die Leute fühlen das so, also stimmt das. Und es ist irgendwie sehr leicht, entweder darüber amüsiert oder schockiert zu sein. Das Problem ist aber, dass es nicht ganz so leicht ist, das als Unsinn abzutun. Weil wenn man sich anguckt, in welchem Kontext Horst Seehofer sein Zitat gebracht hat, hat er vorher gesagt, also wurde angesprochen auf sein zerrüttetes Verhältnis mit Angela Merkel von einer Zeitung, einem Zeitungsinterview. Und er hat gesagt, leider werden Nachrichten heute selbst im Qualitätsjournalismus nicht mehr überprüft. Es gibt immer mehr Falschmeldungen. Die Medien sind in einer Krise. Und dann kommt sein Fake News-Vorwurf. Und ich finde im Kontext, also ich erspare mir jetzt den Exkurs, wie plausibel seine Aussage ist, dass das Verhältnis zu Angela Merkel eigentlich fantastisch ist. Aber davon mal abgesehen, den ersten Sätzen, die er da sagt, würde ich zustimmen. Also ja, es ist ein Problem, dass Nachrichten im Qualitätsjournalismus nicht mehr überprüft werden. Das kann man auch nachweisen, das machen wir zum Beispiel bei übermedien.de regelmäßig. Es gibt immer mehr Falschmeldungen und die Medien sind in einer Krise. Also von daher, ich finde es richtig, Seehofer im Grunde diesen postfaktischen Gedanken um die Ohren zu hauen, dass er das nicht mehr beweisen muss. Aber es ist nicht so, als ob seine Analyse in einem völlig absurden, luftleeren Raum stattfindet. Also, was ist neu an dieser Idee von postfaktisch, Gefühle sind Realität? Ich glaube, weil es irgendwie so ein bisschen Pflicht ist, in dem Kontext Machiavelli zu zitieren, der im Grunde sagt, das hat es immer schon gegeben, also theoretisch wollen wir Herrscher haben, die das Wort halten, die Leute nicht anlügen und in Wahrheit sind die Fürsten die Erfolgreichen, welche sich aus Treu und Glauben wenig gemacht haben. Also diese Idee, dass man am besten durchkommt, wenn man den Leuten was vormacht und wenn man nicht viel auf die Wahrheit gibt, die ist nicht neu. Klaus Leggewi, der Politikwissenschaftler, hat auf die Frage gesagt, was ist neu an dieser Idee des Postfaktischen, dass wir jetzt in einem postfaktischen Zeitalter leben. Er sagt, neu ist nicht, dass das in der Politik einer Administration, also dass die Lüge in demokratischen Gesellschaften systematisch als Mittel der Politik eingesetzt wird. Das sei die neue Dimension von postfaktisch und man sieht natürlich auch sofort, worauf sich das bezieht. Also dass der Begriff seine Blüte hatte, wie ich am Anfang gezeigt habe, 2016 ist kein Wunder, weil 2016 gab es zwei große Schocks. Das eine war die Wahl von Donald Trump und das andere war das Votum für Brexit. Und in dem Kontext stand dieser Begriff auch als so eine Art, naja, entweder Erklärung oder halt auch Kapitulation, also die Aufgabe, eine Erklärung zu finden, weil man einfach gesagt hat, wir können uns das nur so erklären, dass die Leute überhaupt nicht mehr auf irgendwelche Tatsachen hören. Das war sozusagen dann der Begriff, der Beginn des postfaktischen Zeitalters. Und mein erstes größeres Problem ist, was war denn dann vorher?
Also dieser Gedanke, dass wir bis 2016 irgendwie in einem glücklichen, faktischen Zeitalter gelebt hätten, finde ich nicht plausibel. Also ja, ich werde jetzt keinen Exkurs, keine Diskussion machen über die Geschichte der Aufklärung und wann das anfing, dass Leute aufgehört haben, den Kirchen alles zu glauben. Es gab ganz bestimmt das Ideal, ich glaube, das gibt es auch immer noch, das Ideal der Aufklärung. Aber der Gedanke, dass bis dahin die Menschen alle gut informiert durch die Welt gegangen sind, gut informiert auf rationaler Grundlage ihr Kreuz bei Wahlen gemacht haben und sie von Politikern in der Regel auch nicht angelogen wurden, das halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich. Also die Frage ist, was hat sich tatsächlich verändert gegenüber früher? Ja, ich glaube, es hat sich die Politik verändert. Das wäre jetzt auch ein Thema für nochmal einen ganzen anderen Vortrag. Was sich verändert hat, wofür sowohl Brexit als auch Donald Trump stehen, ist eine Ablehnung von Eliten und auch eine sehr fundamentale Ablehnung von Elitenwissen. Also nur weil, das ist ein berühmtes Zitat auch aus diesem Brexit-Wahlkampf, wir lassen uns doch von irgendwelchen Experten nicht sagen, was richtig ist. Diese Ablehnung von Expertenwissen mehr als wir, ist, glaube ich, ziemlich fundamental. Und das andere, was sich verändert hat, ist das, was man so digitale Revolution nennt. Was viele Jahre, glaube ich, immer nur so ein Schlagwort war und was seit ein paar Jahren aber einfach ganz handfest zu spüren ist, also gerade in meiner Branche, in Medien, im Journalismus, plötzlich haben Journalisten das Monopol verloren. Ich habe noch gelernt an der Uni, so die Gatekeeper-Funktion, die Journalisten haben. Da wurde viel diskutiert, wie Journalisten auswählen, wie Journalisten bestimmen, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird und wie es diskutiert wird. Das können wir alles vergessen. Es gibt diese Gatekeeper-Funktion nicht. Journalisten haben immer noch die Möglichkeit, Dinge groß zu machen und auch mal besondere Aufmerksamkeit zu geben. Aber die ganze Idee, und das ist ein sehr fundamentaler Gedanke, sowohl für die Journalisten persönlich, als halt auch für die Frage, was diskutiert eine Gesellschaft. Die ganze Idee, dass Journalisten, dass Medien, dass Eliten bestimmen, worüber wird geredet, was ist auch irgendwie eine akzeptable Meinung, die in einem Diskurs vorkommen kann, das ist eigentlich sehr fundamental zertrümmert worden. Und das spüren wir an vielen Ecken und das spüren wir halt auch an dieser Ecke, weil einfach nicht mehr definiert wird von einer dann doch relativ homogenen Gruppe, zum Beispiel von Journalisten, was ist wahr? Einfach dadurch, dass man es den Leuten erzählt hat. Also mein Lieblingsbeispiel, was den Journalismus angeht, ist, früher hat uns einfach Peter Scholl-Latour erzählt, was in Asien, in Afrika, in irgendeinem Krieg passiert ist. Und das war exakt unsere eine Quelle, dass wir vor der Tagesschau oder irgendwas, irgendeiner Dokumentation saßen, und Peter Scholl-Latour uns das erzählt hat. Und der war quasi der persönliche Gatekeeper. Die Tatsache, dass wir jetzt aus allen Ecken der Welt Informationen bekommen, fantastische Informationen von Augenzeugen, furchtbare Informationen von Leuten, die Propaganda machen, die Lügen verbreiten, die irgendein Interesse haben oder auch ganz viele Informationen von Leuten, die einfach nur ahnungslos sind. Das mischt sich alles und wir haben die Chance, sehr viel besser informiert zu sein, sehr viel schlechter. Aber die Scholl-Latours, die einfach die Möglichkeit haben zu sagen, wir sind der eine Vermittler von dem, was in der Welt passiert, die gibt es nicht mehr. Und die Folge davon, und dann bin ich jetzt mal bei Trump, der natürlich auch ein Beispiel dafür ist, wie er einfach nicht mehr vermittelt durch Medien, sondern selber direkt zu den Leuten sprechen kann, und in welchem Maße er diese Möglichkeit und diese veränderten Bedingungen ausnutzt, sieht man jetzt ganz konkret, ich nehme einfach mal gleich den nächsten Tweet von ihm, dass er einfach beschreibt, dass die Wahlen in Florida, wo seit Tagen ausgezählt wird, dass die im Grunde entschieden waren. Also das Wahlergebnis von der Wahlnacht wäre doch das gewesen, da waren die Republikaner vorne in Florida bei den Wahlen, um die es geht, und alles, was danach kommt, soll ignoriert werden. Und er macht auf eine auf jeden Fall postfaktische Art eine Kampagne und macht sehr deutlich, also delegitimiert diesen ganzen Prozess der Auszählung in Florida. Und wenn man sich das anguckt und das zu Ende denkt, was das bedeutet
wenn der Präsident selber das System unterminiert, auf dem im Grunde diese ganze Demokratie beruht, und zu sagen, wenn das so ausgeht, wie es mir nicht gefällt, dann sage ich den Leuten einfach, ihr werdet angelogen, ihr werdet um eure Stimmen geraubt und sowas. Wenn man sich das zu Ende denkt, was das bedeutet, wenn Trump vielleicht mal nicht wiedergewählt wird und er ähnliche Tricks versucht, kann man ahnen, wie groß dann tatsächlich die Veränderungen sind. Also weil ich damit angefangen habe, was ist denn wirklich neu? Also an der Stelle, finde ich, sieht man wie unter so einem Brennglas, wie massiv die Auswirkungen sein können, wie sehr auch tatsächlich, ich glaube, es ist keine Schwarzmalerei, da eine ganze Demokratie in Gefahr gerät. Also was ich am Anfang schon gesagt habe, was ich glaube, was in dem Begriff postfaktisch noch mehr steckt als Fake News, weil Fake News, finde ich, beinhaltet noch den Gedanken, man kann es bekämpfen. Postfaktisch hat für mich eine große Hilflosigkeit. Und man sieht das zum Beispiel an den Versuchen, gegen seine Lügen anzukommen, gegen Trumps Lügen anzukommen. Die New York Times hat das gemacht, ich glaube, das war sogar Anfang, wann war es, 2017, und hat mal angefangen, alle seine Lügen untereinander zu schreiben. Und ich habe hier wirklich nur sehr wenige Screenshots gemacht, es geht sehr, sehr lang weiter. Und das ist toll, also man kann sich das angucken und sagen, super, dass ihr euch die Arbeit macht, aber deswegen habe ich das unter der Überschrift Hilflosigkeit veröffentlicht. Ich glaube, es ist halt auch ein großer Ausruf von Hilflosigkeit, wenn Journalisten sagen, und hier haben wir alle, weiß nicht, ich habe sie nicht nachgezählt, wie viele 100 Lügen untereinander gesetzt, und es ändert nichts. Es gibt so Studien, ob denn Faktenchecks, die es so an allen Ecken und Enden gibt, ob die was helfen. Und man hat festgestellt, wenn man zum Beispiel Trump-Wähler damit konfrontiert, mit den Dingen, die unwahr sind, und so einen Faktencheck macht, es ist nicht so, dass die meisten sagen, ist mir doch egal, ich glaube das trotzdem. Die meisten lassen sich korrigieren, was die Fakten angeht, aber sie ändern sich nicht in ihrer Haltung zu dem Kandidaten. Es gibt einen sehr, sehr schlauen Artikel in der New York Times zu diesem ganzen Thema Fake News und Post-Truth, also das Englische für postfaktisch. Der Artikel weist darauf hin, also wir können nicht nur fragen, ob Tatsachen wahr sind oder falsch, sondern warum Behauptungen aufgestellt wurden, welchen Effekt sie haben für die Leute, die sie glauben. Und das ist ein Gedanke, auf den ich nachher nochmal zurückkommen möchte, der, glaube ich, ziemlich zentral ist, dass man einmal wegkommt von diesem, wie ein Kaninchen auf die Schlange zu gucken und zu sagen, ist das richtig, ist das falsch, aber es ist falsch, dann müsst ihr doch eure Meinung ändern, und viel mehr zu analysieren, aus welchem Grund werden Unwahrheiten verbreitet und was ist der Effekt, wenn Leute sie glauben. Also, Hilflosigkeit. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Hilflosigkeit bei dem Thema. Das eine ist das, was ich gerade geschildert habe. Wie kann man überhaupt gegen Lügen ankämpfen? Und die andere ist eigentlich noch fundamentaler. Was ist überhaupt wahr? Wissen wir überhaupt, was wahr ist? Was sind Fakten? Ich wünschte, ich wäre irgendwie Philosoph. Ich habe so ein paar Artikel jetzt vorher nochmal gelesen und könnte das nochmal ein bisschen grundlegender versuchen zu erklären. Dafür ist es dann am Ende bei mir immer etwas konkreter. Ich überspringe mal dieses. Es gibt eine schöne Antwort auf die Frage, was sind eigentlich Fakten, aus dem amerikanischen Wahlkampf. Und zwar noch in den republikanischen Vorwahlen, wo Marco Rubio, einer der Kandidaten, Trump vorgeworfen hat, er hätte illegale polnische Arbeiter beschäftigt auf irgendeiner seiner Großbaustellen. Und Trump sagt, es ist falsch, falsch. Und Marco Rubio macht den interessanten Schritt zu sagen, googelt es nach, ihr findet es raus, er musste irgendwie eine Million Dollar Strafe zahlen. Und das wirkt so banal, das ist aber überhaupt nicht banal, weil dahinter steckt der Gedanke, wahr ist das, was ich bei Google finde. Das ist sehr pragmatisch,
Das ist auch ein bisschen beunruhigend, weil natürlich wir auch alle wissen, wie problematisch das ist, was man bei Google findet und dass wir auch alle andere Suchergebnisse bekommen, je nachdem, wo wir gerade sind und was wir vorher gegoogelt haben. Also so scheinbar schön diese Antwort ist, also gerade in der Situation von so einer Debatte, wo man jetzt vielleicht nicht alle Fakten nachlegen kann, den Leuten zu sagen, es ist richtig, was ich sage, ihr müsst es nur googeln. Es ist toll, es ist aber auch sehr hilflos und im Grunde, ja, wie gesagt, ein Ausweg zu sagen, richtig ist das, was ich mir ergoogeln kann. Ich möchte diese Frage, was sind Fakten, es gibt viele Beispiele, an denen man das, viele Themen, an denen man das diskutieren könnte. Ich habe das große Thema Klimawandel mal außen vor gelassen. Ein anderes Thema ist die Kriminalität. Und es ist so eine, ich glaube auch keine neue Erkenntnis, aber eine, die man ganz schön plastisch vormachen kann. Die Leute glauben, dass alles immer schlimmer wird, alles immer schlimmer, immer schlechter wird. Es gibt Umfragen, hier ist es ein Beispiel von Christian Pfeiffer vom Kriminologischen Institut in Niedersachsen. Der sagt, wir fragen die Leute immer wieder, hat sich denn die Kriminalität in den letzten 10 Jahren verändert? Und die Leute haben zum Beispiel bei Mord und Totschlag das Gefühl, ja, es ist viel schlimmer geworden. Und in Wahrheit ist der Trend ganz anders. Es gibt immer weniger Kriminalität dieser Art. Also seine Zahl ist da ganz eindrucksvoll, finde ich. Vollendeter Mord und Totschlag haben seit 2000 um 40% abgenommen. Und da kommt dann auch schon ein guter Hinweis, wenn er weiter sagt, komm, jemand sieht das richtig, das hat damit zu tun, je schwerer die Tat ist, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt sie in den Medien. Also da haben wir auch schon eine Eindeutung, was die Rolle der Medien ist in diesen ganzen verzerrten Wahrnehmungen von Wirklichkeit. Also, was sind Fakten? Wenn man versucht, in diesen Debatten, wie ist es denn wirklich, welche Kriminalitätsentwicklung gibt es denn wirklich, landet man schnell bei der polizeilichen Kriminalstatistik, weil das sind so dann Zahlen, an denen man sich festhalten kann, wo es lange Tabellen gibt. Und ich habe hier nur mal ein paar Punkte aufgeschrieben, was dagegen spricht, das für eine gute Quelle für Fakten zu halten. Fängt damit an, ganz banal, dass dort verzeichnet ist, registriert werden, die Anzeigen, aber nicht die Verurteilung. Es ist also nicht eine Messung von tatsächlicher Kriminalität, sondern von dem, was erstmal angezeigt wurde, unabhängig davon, ob dieser Anzeige auch am Ende eine Verurteilung folgte. Die Frage ist, wer wird überhaupt angezeigt? Also es gibt viele Indizien dafür, dass zum Beispiel Ausländer eher angezeigt werden, wenn es irgendeine Situation gibt, die brenzlig ist, als Deutsche. Auch dadurch wird diese Statistik verzerrt. Es gibt so Versuche, das runterzurechnen, wie ist denn die Kriminalität pro Nationalität? Und das habe ich selber erst relativ spät, die Zahlen sind dann ziemlich drastisch, also wie viel krimineller Ausländer sind als Deutsche. Ich habe das erst nach einer ganzen Weile kapiert, was zum Beispiel ein Faktor ist, der diese Statistiken regelmäßig verzerrt, dass es ja Diebesbanden gibt, zum Beispiel aus Osteuropa, die nach Deutschland kommen, hier kriminell sind, aber hier gar nicht leben. Das heißt, die zählen mit, wenn man jetzt berechnet, Kriminalität pro Einwohner aus einem bestimmten Land und verzerren den Wert, weil die gar nicht in Deutschland leben, aber in Deutschland straffällig werden. Ein klassischer Fall ist auch, dass zum Beispiel Zuwanderer, Asylbewerber jünger sind und männlicher als die Durchschnittsbevölkerung. Und junge Männer sind überall krimineller. Das heißt, auch dadurch verzerrt sich das Bild. Und die soziale Situation, also die Zuwanderer sind in einer schwächeren sozialen Situation, auch das führt zu mehr Kriminalität. All das muss man berücksichtigen, wenn man aus diesen scheinbar eindeutigen Fakten der polizeilichen Kriminalstatistik Schlüsse ziehen will. Das Problem ist nur, all das, was ich jetzt auch nur so angetippt habe in so ein paar Punkten, da geht es um Kontext, da geht es um Interpretation. Muss ich Zahlen irgendwie relativieren? Muss ich Zahlen mit anderen Zahlen vergleichen? Wir sind scheinbar auf so einer Faktenebene, aber wir kämpfen nicht nur mit der gefühlten Wahrheit, dass Leute das Gefühl haben, aber ich glaube, dass Ausländer kriminell sind, weil es fühlt sich für mich so an oder ich lese davon oder es sind auch meine Vorurteile, sondern es ist auch ein Kampf von Fakten gegen Fakten. Also wie viel muss ich denn interpretieren und wie viel muss ich relativieren?
Und ist das am Ende überzeugend, wenn ich sage, okay, Ausländer sind deswegen häufiger kriminell, weil es halt junge Männer sind und deswegen könnt ihr quasi beruhigt sein, die sind gar nicht krimineller als wir. Ist das überzeugend oder sagen da nicht Leute, aber Moment mal, mir geht es doch gar nicht um den Durchschnitt, sondern mir geht es darum, dass dann halt viele junge ausländische Männer hier hinkommen. Du hast mir gerade erklärt, dass die überdurchschnittlich kriminell sind. Genau das ist mein Problem. Also was ich sagen will, wir kommen nicht unbedingt an die Stelle, wo wir Leuten sagen können, was du sagst, ist falsch, weil hier sind die Fakten, weil wir uns dann völlig zu Recht auf ganz vielen Ebenen verheddern in der Frage, was muss ich mit berücksichtigen, was ist relevant. Welche Fakten sagen mir das aus, was ich beweisen will? Oder schaffe ich es auch davon zu abstrahieren, was ich beweisen will? Es gibt ganz viele, teilweise auch rührende Versuche. Also wenn man sich so Diskussionen zum Beispiel auf Twitter anguckt, über diese Frage, wie kriminell sind Ausländer, man hat es da nicht nur mit Leuten zu tun, die dann irgendwie sowas sagen, naja, aber ich glaube das und das ist das so und ich weiß das, sondern es gibt Leute, die sich wirklich viel Mühe machen, Fakten zu generieren. Hier gibt es einen, der hat, weil es nicht so richtig Statistiken über die sogenannte Messerkriminalität gibt, Polizeimeldungen ausgewertet, in denen das Wort Messer vorkommt, um daraus so einen Trend abzuleiten, wie sich Messerkriminalität in Deutschland entwickelt. Da würden mir jetzt wieder ganz viele Einwände einfallen, warum das vielleicht nicht ein total taugliches Mittel ist, um zu sagen, okay, so hat sich die Messerkriminalität in Deutschland entwickelt. Aber also auf eine gewisse Weise muss man anerkennen, dass jemand versucht hat, Fakten zu generieren und nicht nur ein Gefühl zu haben, sondern zu sagen, und das hier sind Fakten, die ich nach dieser Methode, die transparent offengelegt wird, ermittelt habe, und wenn man sich die Kurve anguckt, beweist sie auch das, was viele Leute empfinden. Das hier ist eine Auswertung von der Huffington Post, wie viel Prozent der Gefängnisinsassen Muslime sind. Die Huffington Post hat das kombiniert mit ganz viel Erklärung, mit ganz vielen Punkten, wo Experten sagen, warum das so ist, wie sich das erklären lässt, auch mit der Frage, was man dagegen tun kann. Aber Sie können sich vorstellen, dass diese Grafik alleine als Fakt eindrucksvoll ist für Leute, die einfach nur beweisen wollen, seht her, wir haben es immer schon gewusst, Muslime sind viel krimineller und unsere Gefängnisse sind voll davon. Was sind Fakten? Also Sie haben es wahrscheinlich alle mitgekriegt, es gab, weil es war im Grunde auch so eine Erleichterung im letzten Jahr, als die, in diesem Jahr war es, als die Polizeistatistik rauskam und herauskam, dass die Kriminalität stark zurückgegangen ist und auf dem niedrigsten Stand seit 1992 ist. Und ich weiß auch, dass das ganz vielen, ich sage jetzt einfach mal üblen rechten Leuten in Diskussionen auch vorgehalten wurde, seht her, es ist alles Unsinn, was ihr sagt. Eindrucksvoller kann man es doch gar nicht widerlegen. Und wenn man sich das anguckt, Sie müssen jetzt die Zahlen nicht im Detail sehen, aber von diesen Millionen Delikten ist ein ganz, ganz großer Teil Diebstahlskriminalität. Und die ist sehr, sehr deutlich zurückgegangen. Und es gab jetzt die üblichen Verdächtigen von AfD und Co., die, wie man sieht, nicht ganz zu Unrecht gesagt haben, naja, diese tolle Gesamtzahl, die um so und so viel Prozent zurückgegangen ist, das sind vor allem, das ist so Diebstähle, die besser geworden sind. Und tatsächlich, wenn man sich anguckt, beim Thema Mord und Totschlag, gibt es auch rückläufige Tendenzen, aber das ist nicht so ein eindrucksvolles, nicht so ein klares Bild. Oder wie es Beatrix von Storch von der AfD dann gleich getwittert hat, es ist völlig politisch völlig irrelevant, ob die Kriminalität, und sie bezieht das sofort dann schon auf Fahrraddiebstähle, ob die zurückgeht oder nicht, relevant ist, dass Menschen, die nicht hier sein dürften, jeden Tag Mord und Totschlag begehen. Jeder Einzelfall ist einer zu viel, jeder. Und hat dann entsprechende Zahlen, wo natürlich die Kriminalität durch Zuwanderer in den letzten Jahren zugenommen hat, weil die Zahl der Zuwanderer zugenommen hat. Jetzt kommt wieder unser Innenminister ins Spiel, der interessanterweise auch bei dieser der Vorstellung von dieser polizeilichen Kriminalitätsstatistik, die wie gesagt dieses super, eigentlich super Ergebnis hatte, geht deutlich zurück. Der sagte, es gibt keinen Anlass zur Entwarnung, dass die insgesamt positive Entwicklung gehe nicht mit dem subjektiven Empfinden der Bevölkerung einher. Da haben wir jetzt
genau diesen Fall Gefühl gleich Realität. Er sagt, selbst bei der Vorstellung dieser Zahlen, dieser Fakten, sagt er, das Problem ist, die Leute fühlen es anders. Und deswegen muss man was dagegen tun. Er sagt dann irgendwie nicht, was man tun muss, weil das ist ja die Frage. Anscheinend ist ja die Kriminalitätsbekämpfung relativ erfolgreich. Aber jetzt muss man das den Leuten noch vermitteln. Also ist das jetzt das Ziel? Was tut man jetzt, damit man die Empfindung der Bevölkerung quasi auf Linie bringt mit den Fakten, wie sie die Bundesregierung präsentiert hat? Also soll man die Leute aufklären? Ist das richtige Aktionismus zu machen? Irgendwelche Aktionen, wo man sagt, wir bekämpfen jetzt Kriminalität noch besser, obwohl sie eigentlich schon ganz gut zurückgeht? Muss man Imagekampagnen machen? Muss man Medienarbeit machen, um die Leute zu überzeugen? Es ist auf jeden Fall ein interessanter Moment in dieser postfaktischen Debatte, finde ich, zu sehen, dass der Innenminister da sagt und sitzt und sagt, wir haben echt ein Problem in Deutschland, weil die Leute fühlen nicht das, was wahr ist. Das Problem bei diesen Debatten ist, dass es so leicht ist, auf die anderen zu zeigen, weil wir sehen ja, wie die anderen alle immer irgendwas glauben, von dem wir wissen, dass es gar nicht stimmt. Und ich fange auch mal an mit einem Beispiel, wo das genau so ein üblicher Verdächtiger ist. Maximilian Krah, der ist AfD-Politiker in Dresden, ein Rechtsanwalt. Der hatte geschrieben in einer Kolumne, in einer AfD-nahen Zeitung auch, dass in Chemnitz 2018 60 Frauen vergewaltigt wurde. Die Polizei sagt 56 von Migranten, 4 von unbekannt. Die Polizei Sachsen war sehr, sehr schnell und hat gesagt, die Zahlen stimmen nicht. 14 Vergewaltigungen, davon wurden 12 Tatverdächtige ermittelt, 3 von ihnen waren nicht deutscher Herkunft. Bis hierhin ist das so der klassische Punkt, über den wir als Fake News diskutiert haben. Und jetzt kommen wir so in dieses postfaktische Bereich, in diesen postfaktischen Bereich, darauf angesprochen, auf seine Fehler und warum er denn solche Unwahrheiten verbreitet, hat Maximilian Krah gesagt, die These, dass es eine Explosion von frauenvergewaltigenden Ausländern gibt in Chemnitz, diese These, an der halte ich fest. Mein Ärgernis besteht darin, dass ich aufgrund der falschen Zahlen an einer richtigen These Zweifel gesät habe. Das war das eigentliche Problem. Das ist jetzt der übliche Verdächtige. Ich überspringe hier nochmal eine Grafik gerade. Es ist aber nicht immer so einfach. Es ist nicht immer so einfach, da sich reinzukuscheln mit Bösewichten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das mitbekommen hat. Es gab auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle in Berlin ganz furchtbare Zustände. Berlin war wahnsinnig überfordert damit, mit den Flüchtlingen umzugehen. Es gab riesige Schlangen vor dem Lageso, das ist so das Amt, was dafür zuständig ist. Und es gab dann irgendwann die Meldung, dass dort in dieser endlosen Schlange unter den furchtbaren Bedingungen auch ein Flüchtling gestorben ist. Es gab sofort die total nachvollziehbare Empörung, Entsetzen, Trauer. Und dann stellte sich raus, dass das Ganze nur eine Erfindung war von einem der Mitarbeiter dort. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich finde, an dem es problematisch wird, weil jetzt viele Leute gesagt haben, okay, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber eigentlich ist es doch ganz so schlimm, weil die Tatsache, dass wir es uns alle haben vorstellen können, das sagt doch schon, wie schlimm es ist. Es gibt das ist quasi perfekt demonstriert durch Christopher Lauer, damals noch für die Piraten im Abgeordnetenhaus in Berlin. Der hat sofort den Rücktritt gefordert der verantwortlichen Minister, als man noch dachte, dass es da tatsächlich einen Toten gab. Dann gab es die Meldung, es gab gar keinen Toten. Er hat gesagt, nee, aber er nimmt gar nichts zurück von seiner Rücktrittsforderung, weil die verantwortlichen Senatoren tragen die Schuld, dass sich das Gerücht überhaupt derart rasant verbreiten und die halbe Stadt verrückt machen konnte. Ich habe da damals über Medien auch drüber geschrieben. Es gab von ganz vielen Leuten die Aussage, aber es brauchte gar keinen Toten, sondern die Empörung ist trotzdem richtig. Alle haben sich doch vorstellen können, dass es so passiert ist. Und ich kann das verstehen, ich kann diese Argumentation verstehen. Es ist natürlich auch was dran, weil diese unhaltbaren Zustände dort vor dem Lageso waren unhaltbar. Aber die wurden nicht schlimmer dadurch, dass es dann die Falschmeldung gab, dass dort jemand ums Leben gekommen ist. Also wer immer hätte zurücktreten müssen, hätte ohnehin zurücktreten müssen oder auch nach diesem Vorgang nicht.
Ich habe da, wie gesagt, drüber geschrieben und es gab dann hinterher Kommentare darunter, wo jemand schreibt, also dass die Geschichte gar nicht erfunden sei, das ist jetzt hier, was ich hier zeige, ist ein Kommentar auf Übermedien von einem Leser, die Geschichte ist eigentlich nicht erfunden, sie findet nur in der Zukunft statt, in einer gar nicht so weit entfernten Zukunft. Hätte die Kältewelle von vor 2 bis 3 Wochen so angehalten, wäre die Geschichte bereits heute real, da bin ich mir sicher. Ich unterstelle dem beste Absichten, aber ich halte das für genauso gefährlich, dieses Denken, zu sagen, es ist nicht passiert, aber es hätte passieren können, es wäre in 2, 3 Wochen passiert und deswegen können wir uns über etwas empören, was aber nachweislich nicht eingetreten ist. Also das ist so ein Beispiel für mich und ich glaube, da gibt es ganz viele davon. Es ist keine Frage nur von AfD oder von irgendwelchen Scharfmachern, dieses Festhalten an Dingen, wenn wir erfahren, Dinge sind keine Tatsache, dass wir sagen, naja, aber hätte ja sein können und das ist alle Glauben und ich glaube, dieses ganze Denken ist gefährlich und wir sind da alle nicht vorgefeit. Dann komme ich jetzt zu der schweren Frage, was tun, was machen wir denn da jetzt? Das ist auch der Teil, wo ich schon gesagt habe, ich habe dann leider doch nicht wirklich Antworten. Es gibt jetzt in Amerika, kann man das sehen, zum Beispiel bei dieser Stimmungmache von Trump gegen die Wahlen da in Florida, relativ konkrete Vorschläge an Journalisten, zum Beispiel, wenn irgendjemand immer wieder jetzt behauptet, dass da manipuliert wurde, dass es da Betrug gibt, veröffentlicht diese Geschichten nicht, bis der nicht auch einen Beleg dafür liefert. Seid nicht das Sprachrohr für Leute, die irgendetwas behaupten ohne einen Beweis. Ich finde, man sieht inzwischen ganz gut, dass es viele Medien machen, schon in der Überschrift, also bei CNN und New York Times und sowas sieht man das manchmal, schon in der Überschrift sowas zu schreiben, Politiker behauptet ohne Beleg das und das. Also das ist zumindest so eine Annäherung, so ein Versuch zu sagen, okay, wir kommen aus dieser Falle nicht ganz raus, dass wir als Journalisten einfach berichten müssen, was irgendwelche wichtigen Leute sagen. Zumindest liefern wir gleich die Informationen dazu, dass es dafür mindestens keinen Beleg gibt. Ich überspringe hier gerade nochmal. Das Ganze hat ja auch die schöne oder furchtbare Ironie, dass Trump es so erfolgreich gesagt hat, den Leuten eingebläut hat, seinen Lesern, seinen Wählern eingebläut hat, ich werde immer die Wahrheit sagen. Also das wörtliche Zitat, I will always tell you the truth. Und ich finde das ganz schön, das ist ein Screenshot von dieser Rede, wo er das gemacht hat, die man auf YouTube sich angucken kann. Die Einblendung, I've never been politically correct, womit auch sofort so der Kontext da ist. So alle anderen sagen irgendwas politisch Korrektes, ich werde euch immer die Wahrheit sagen. Und er es jetzt erfolgreich geschafft hat, diesen Glauben, dieses, was er seinen Wählern immer eingehämmert hat, damit, dass alle anderen die Unwahrheit sagen, dass das wirklich im Grunde alle zu unglaubwürdigen Quellen macht, außer ihm selber. Wie geht man damit um? Es ist nicht so einfach. Also wenn Sie das sehen, wissen Sie, glaube ich, wahrscheinlich alle sofort die Geschichte dahinter, dass er gleich nach seiner Amtseinführung gesagt hat, er hätte die meisten Zuhörer gehabt, die meisten Anwesenden. Und es dann diesen Vergleich gab mit der Amtseinführung von Barack Obama und eigentlich so die ganze Welt sagte, oh mein Gott, es sieht doch jeder, dass es unwahr ist, was er sagt, warum diskutieren wir darüber? Also ich nehme an, Sie erinnern sich alle daran, vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr daran, dass die Diskussion nicht ganz so einfach war. Es gab zum Beispiel, dieser Ausschnitt ist aus Markus Lanz und da saß Ranga Yogeshwar, wirklich sehr geschätzter Wissenschaftsjournalist, der an der Stelle sagte, naja, Moment, es ist aber nicht so leicht. Dieses Bild, diese Gegenüberstellung, das untere Bild, das von Trump, ist 45 Minuten früher aufgenommen worden. Und es ist ein völlig unzulässiger Vergleich, zu sagen, also diese Bilder gegeneinander zu stellen, weil 45 Minuten später war es ja vielleicht voll. Und es gab tatsächlich auch da den Vorwurf von postfaktisch und wer ist eigentlich wirklich postfaktisch. Das Schlimme ist, Ranga Yogeshwar hat Recht und hat Unrecht. Also er hat Recht, dass die Uhrzeit wirklich eine andere ist, das untere ist wirklich 45 Minuten früher aufgenommen worden. Wenn man sich aber die Mühe macht, die gleichen Zeiten nebeneinander zu legen, ergibt sich das gleiche Bild. Also, es ist gar keine Frage, Trump hat völligen Unsinn geredet, es waren viel weniger Leute bei seiner Amtseinführung. Aber es haben tatsächlich ganz viele Medien
einen solchen unzulässigen Vergleich gemacht. Weil man konnte auch, es sind damals, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, es sind ganz viele so Bilder nebeneinander gestellt worden. Ich habe mir irgendwann die Mühe gemacht, das ist dieser Artikel, das wirklich mal rauszufinden, wann ist denn welches Bild entstanden? Und kann man irgendwie ein Bild finden, was wirklich zur gleichen Zeit entstanden ist? Es war unglaublich mühsam und ich habe, während ich das alles gemacht habe, nicht nur Trump verflucht, sondern auch die Journalisten, weil ich gedacht habe, so einfach ist es eben nicht. Ihr könnt nicht irgendein Bild nehmen und sagen, naja, sieht man doch, sondern dann bitte genau sein und sagen, so, und das ist die Uhrzeit und hier haben wir nochmal die Uhrzeit rausgesucht, um das entsprechend zu veröffentlichen. Und ich war sehr frustriert, wie viel Mühe das gemacht hat. Und ich glaube, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, dass Journalisten da sehr viel besser werden müssen. Dass Journalisten an der Stelle einfach auch dann so genau sein müssen. Auch gerade bei so einem Fall, wo alle sagen, aber das sieht man doch, wir müssen da doch nicht ernsthaft diskutieren, vielleicht muss man es doch. Der aktuelle Fall zu dem Thema ist natürlich diese, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, diese große Debatte, dass Trump ein CNN-Reporter das Wort entziehen wollte, dem er inzwischen auch die Akkreditierung entzogen hat fürs Weiße Haus. Und als dann die junge Frau, die da irgendwie Praktikantin war oder sowas, die dem Journalisten dann das Mikrofon wegnehmen wollte, kam es dann zu so einer Berührung. Das Weiße Haus hat eine Version von diesem Video geteilt, von genau dieser Begegnung, die auch überall geteilt wurde, die so ein bisschen anders ist, wo es so ein bisschen diese Berührung, wo der Journalist die Frau berührt, so ein bisschen schneller ist, ein bisschen heftiger. Es ist unglaublich viel Energie darauf verwendet worden, zu analysieren, was ist an diesem Video anders als im Originalvideo. Und mit einem riesigen Aufschrei, dass Sarah Sanders, das ist der Tweet von ihr, die Pressesprecherin, dass die ein solches Fake-Video verbreitet, was offensichtlich manipuliert wurde. Und dann liest man das offensichtlich manipuliert und guckt sich diese ganzen, wo sich wirklich Kollegen toll viel Mühe gemacht haben, das nebeneinander zu legen, wie groß ist denn die Manipulation? Und man denkt, es geht um winzige Frames. Also wenn da was manipuliert wurde, die Erklärung von dem Mann, der das Video gemacht hat, ist, dass durch die Komprimierung, und er hat das dann mehrmals hoch und runter laden müssen und dadurch hätte sich was verschoben. Keine Ahnung, wie glaubwürdig das ist. Aber wenn man sich das nebeneinander legt, ist diese offensichtliche Manipulation gar nicht so offensichtlich. Und dann können wir immer noch uns darüber aufregen, dass das Weiße Haus so ein merkwürdiges Video aus einer merkwürdigen Quelle veröffentlicht. Aber an der Stelle bin ich dann jetzt sogar ein bisschen in einer anderen Position als das, was ich gerade eben gesagt habe, weil ich denke, ist das jetzt wirklich der Kernpunkt, auf den wir unsere journalistische Energie verwenden wollen? Ist das der Punkt, wo wir auseinanderdröseln wollen? Sind da 2, 3 Frames irgendwie verrückt? Oder ist das Ganze nicht ein riesiges Ablenkungsmanöver, wo wir eigentlich vielleicht die Energie in Recherche über Politik stecken sollen? Mein letztes Beispiel ist der Migrationspakt, der ein Beispiel, glaube ich, dafür ist, es ist immer noch unter der Überschrift, was kann man denn tun? Ich glaube, der ist ein Beispiel für eine verpasste Chance. Und da sind wir an der Stelle, was ganz am Anfang das Zitat aus der New York Times war. Das ist halt, hilft nicht nur zu gucken, was ist richtig oder falsch, sondern wer verbreitet irgendwas wie und mit welcher Intention. Und das Faszinierende bei diesem Migrationspakt, der jetzt so ganz groß, ganz vorne auf der Agenda ist, auf den Titelseiten und wo alle drüber reden, der ist seit Monaten in den rechten Medien ein großes Thema. Seit Monaten kann man sehen, wie Rechte und Rechtsextreme Stimmung machen gegen diesen Pakt. Der es aber nicht in die Massenmedien, in die seriöse Presse geschafft hat, weil die offensichtlich alle dachten, naja, die Rechtsextremen diskutieren da irgendwie unter sich und das ist ja auch alles Unsinn, alles Panikmache, im Grunde können wir das ignorieren. Eigentlich hätte man lange sehen können, was da passieren wird. Was jetzt passiert, ist, dass ganz viele Seiten Faktenchecks veröffentlichen und ich habe überhaupt nichts gegen Faktenchecks. Ich finde das gut, ich finde das auch eine richtige Reaktion. Ich möchte Ihnen nur mal zum Vergleich zeigen, das ist die Titelseite der Jungen Freiheit, die rechte Wochenzeitung. Ich glaube, man muss nicht darüber diskutieren, wie viel wirkungsvoller ein solches Bild, eine solche Titelseite ist zu jedem Faktencheck. Das ist kein Plädoyer dafür, jetzt selber manipulativ zu werden, aber ich glaube, und das ist dann eher ein Aufruf sogar an Politiker als an Medien,
in so einem Fall eine eigene Geschichte erzählen zu müssen. Wenn eine Partei meint, dass der Migrationspakt ein gutes, wichtiges, völkerverbindendes, was auch immer, ein Tool ist, was gut ist für Deutschland, gut ist für die Menschen, für die Welt, dann müssen diese Politiker das entsprechend verkaufen. Und dann reicht es nicht, und dann müssen sie ihre eigene Erzählung finden. Und ich meine nicht mit Lügen, sondern bitte gerne auch die Wahrheit, aber auf jeden Fall eine eigene Geschichte für diesen Pakt, für diese Vereinbarung. Und man wird die Wucht von solchen Bildern, ich meine, es ist die junge Freiheit ist so das gemäßigte, das bürgerliche Organ in diesem rechtspopulistischen Spektrum. Und gegen diese Wucht, glaube ich, kommt man nicht an. Und dann muss man wirklich vorher eigene Geschichten erzählen. Eigene Geschichten erzählen klingt, als würde ich meinen, so ausgedachte Geschichten, sondern ich meine ein Narrativ, eine eigene Erzählung finden, um die Leute zu gewinnen für solche politischen Projekte. Und so sehr ich selber auch so ein Erbsenzähler und Faktenchecker bin, ich fürchte, dass es dann zu spät ist, wenn diese anderen Erzählungen der Welt sind, mit diesen Faktenchecks zu kommen. Mein Fazit, was tun, ist ein bisschen widersprüchlich. Wie, glaube ich, mein ganzer Vortrag, wie man gemerkt hat. Also ich glaube, einerseits ist es wichtig, noch mehr Wert auf Fakten zu legen. Also als Journalisten haben wir gar keine andere Möglichkeit. Wir können uns mit dem Gedanken, dass es irgendein postfaktisches Zeitalter gibt, gar nicht anfreunden, weil dann können wir sofort aufhören zu arbeiten. Und die einzige Chance für Quellen, für seriöse Quellen, wie auch immer es ist, ist es, noch genauer zu sein, nicht auf irgendwas reinzufallen. Dass man wirklich die Quelle ist, bei der man guten Gewissens sagen kann, man hat alles dafür getan, dass die Fakten stimmen. Und gleichzeitig ist, glaube ich, wichtig zu erkennen und entsprechend auch zu reagieren, dass Fakten eben nicht alles sind. Dass wir uns nicht am Ende, Beispiel polizeiliche Kriminalitätsstatistik, dass es uns bei aller Mühe, bei allen Faktenchecks nicht gelingen wird, wenn wir den Leuten nur aufdröseln, was jeder Paragraph bedeutet, was jede Statistik, was jede Zelle in so einer Tabelle, in einer Excel-Tabelle bedeutet, werden wir sie noch nicht überzeugt haben. Und Fakten sind nicht alles und deswegen ist es auch wichtig, glaube ich, auf einer anderen Weise das anzuerkennen und andere Weise Diskussionen zu führen über Werte, über Absichten, über Politik, die dann am Ende nicht nur darauf ruht, dass man Leuten ja, einzelne kleine Faktendetails auseinanderdröselt. Vielen Dank.